Ich habe hier meine Soda-Stream-Pulle, also die CO2-Pulle. Das ist die originale, die bei meinem Soda-Stream mitgeliefert wurde. Die habe ich bis jetzt, glaube ich, dreimal wieder befüllt und jetzt ist das Ventil hier oben kaputt. Jetzt wäre natürlich einfach eine neue im Tausch, eine neue zu holen. Nur ich wollte es mal ausprobieren, das Ventil zu tauschen hier. Und das mache ich jetzt mal. Die Flasche ist komplett leer, das heißt, ich kann hier den kleinen Nupsi so mit der Hand eindrücken. Und jetzt probiere ich das Ventil mal da rauszuschrauben. Ich hoffe, das ist so eine gängige Schlüsselweite. Auf jeden Fall ist es größer als 22. Ja, dann halt das ist der Raptor. Gucken. Das ist das Ventil. Das neue, das ist ungefähr gleich. Ja, ne? Das sieht ungefähr gleich aus. Ich mal reingucken. Okay, keine Fremdkörper drin. Auch hier rein. Gleich mal eine Dichtigkeitsprobe, ob das passt, ob das dicht ist. Um die Dichtigkeit von dieser Verschraubung jetzt zu testen, gebe ich einfach mal Druck drauf, indem ich ein bisschen CO2 hier einleite. Erstmal gucke ich, ob da flüssig ansteht. Flasche dran und rein damit. Und die Flasche ist jetzt gefüllt, oder sagen wir mal, da ist ein bisschen CO2 drin. Hier habe ich ja, Seifenwasser, Prielwasser. Und das Prielwasser sprühe ich jetzt hier auf diese, ja, auf die, diese, die Verbindung eben, auf die Schraubverbindung. Wenn das jetzt undicht wäre, würde ich hier Blasen schlagen sehen, aber das sieht soweit einwandfrei aus, das scheint dicht zu sein.